Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 18. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben gesehen, dass du uns im Alltag begegnen möchte, möchtest. Und so bitten wir dich, dass du jetzt auch durch dein Wort zu uns sprichst. Im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Mose 18 und sehen gerade, wie der Herr mit zwei Engeln Abraham bei seinem Zelt besucht. Vers 13. Da sprach der Herr zu Abraham, Warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, wo so alt ich bin? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Wir glauben manchmal, dass manche Dinge unmöglich sind. Bei Gott ist nichts unmöglich. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht. Denn sie fürchtete sich. Er aber sprach doch, du hast gelacht. Manchmal wollen wir nicht zugeben, wie ungläubig wir sind, aber Gott weiß alles. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom und Abram ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr, sollte ich Abram verbergen, was ich tun will? Abram soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen ihm gesegnet werden. Gott möchte sich uns mitteilen. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben. Damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm weisen hat. Gott sieht, wenn Menschen wirklich danach trachten, ihren Kindern das Evangelium weiterzugeben. Und er belohnt das. der Herr sprach: Das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob es sich wirklich, ob es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist oder ob nicht. Ich will es wissen. Es ist interessant, Gott, der alles weiß geht extra nach Sodom und schaut nach, ob es so gewesen ist. Sollten nicht dann wir erst recht, die wir längst nicht alles wissen, uns immer erst nochmal vergewissern, ob Dinge, die wir gehört haben über andere, auch wirklich stimmen? Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose, das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Und Abraham antwortete und sprach: Ach, siehe. Ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Abraham wusste, mit wem er hier sprach. Er wusste, dass er eigentlich an sich als Mensch unwürdig war, aber dass Gott trotzdem gnädig ist und ihn zuhören würde. Vielleicht gibt es fünf weniger als 50 Gerechte darin. Willst du denn die ganze Stadt verderben um der fünf willen? Er sprach, wenn ich darin 45 finde, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr weiter fort mit ihm zu reden und sprach, hm, vielleicht finden sich 40 darin. Erber sprach, ich will ihnen nichts tun um der 40 Willen. Und Abram sprach, möge es meinem Herrn nicht erzürnen, wenn ich noch weiter rede. Vielleicht finden sich 30 darin. Erber sprach, wenn ich 30 darin finde, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach, ach siehe, ich habe es gewagt, mit meinem Herrn zu reden, vielleicht finden sich 20 darin. Er antwortete, ich will sie nicht verderben um der 20 Willen. Und er sprach, ach zürne nicht, mein Herr. Dass ich nur noch diesmal rede, vielleicht finden sich zehn daran. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben, um der Zehn willen. Und der Herr ging hinweg, als er mit Abram ausgeredet hatte. Abram aber kehrte wieder an seinen Ort zurück. Wie oft ringst du mit Gott um das Leben von anderen? Wie oft trittst du ein für das Leben von anderen, sozusagen wie Abram hier? Wie sehr wünschst du dir, dass Menschen noch Erlösung und Gnade finden können? Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich das Angelicht zur Erde gewandt. Fast so ein bisschen wie bei Abraham am Anfang von 1. Kapitel, äh, 1. Mose 18, wo der Tag ganz heiß war. Hier ist es Nacht. Abraham saß im Eingang seines Zeltes. Lot sitzt hier, sitzt hier im Eingang der Stadt. Und sprach sie, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes. Und bleibt über Nacht und wascht eure Füße, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen, nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Er aber drang sehr in sie. Da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäute Brotflan und sie aßen. Eine ganz klare Parallele. In 1. Mose 18 war Gott gekommen, um eine gute Nachricht, ein Evangelium sozusagen zu verkündigen. Der Sohn der Verheißung würde geboren werden. Hier, Kommt jetzt Gott durch die beiden Engel nach Lot, äh, nach Sodom zu Lot, um eine Gerichtsbotschaft zu verkündigen. Beides gehört zusammen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du gnädig bist und dass du ja auf uns auch achtest. Danke, dass wir auch für Menschen eintreten können und danke, dass du siehst, dass wir auch gerne anderen Menschen das Evangelium weitergeben möchten. Hilf uns, dass wir das in diesem Tag auch erleben mit dir im Namen Jesu. Amen.